Hi und herzlich willkommen zu Schnell und Easy Abgucken. Mein Name ist der Cook und wir machen heute Mathematik. Ich erkläre dir heute die schriftliche Division mit Rest. Viel Spaß! Kommen wir zur ersten Beispielaufgabe zur schriftlichen Division mit Rest. 55 geteilt durch 4 ist gleich. Wir beginnen bei dem Zehner. 5 geteilt durch 4 ist gleich 1. Denn 1 mal 4 ist gleich 4. Ein Strich und ein Minuszeichen und schon können wir weiterrechnen. 5 minus 4 ist gleich 1. 1 geteilt durch 4 ist gleich richtig. Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir den nächsten Stellenwert, die 5 Einer, runterholen. 15 geteilt durch 4 ist gleich 3. Denn 3 mal 4 ist gleich 12. Ein Minuszeichen und ein Strich unter die 12 und schon geht's weiter. 15 minus 12 ist gleich 3. 3 geteilt durch 4 ist gleich 12. Richtig, das funktioniert nicht. Deswegen haben wir nun einen Rest von 3. Auch dieses Ergebnis darfst du mit einem Doppelstrich unterstreichen. Kommen wir zu einer zweiten Beispielaufgabe. 133 geteilt durch 5 ist gleich. Wir beginnen bei dem Hunderter. 1 geteilt durch 5 ist gleich. Richtig, das funktioniert nicht. Deswegen dürfen wir den nächsten Stellenwert, die 3 Zehner, dazunehmen. Somit haben wir die Zahl 13. 13 geteilt durch 5 ist gleich 2, denn 2 mal 5 ist gleich 10. Ein Strich und ein Minuszeichen und es geht wieder weiter. 13 minus 10 ist gleich 3. 3 geteilt durch 5 ist gleich 10. Stimmt, das funktioniert auch nicht. Deswegen darfst du nun den nächsten Stellenwert, die 3 Einer, herunterholen. Somit haben wir die Zahl 33. 33 geteilt durch 5 ist gleich 6. Denn 6 mal 5 ist gleich 30. Ein Minus und ein Strich und weiter geht's. 33 minus 30 ist gleich 3. 3 geteilt durch 5 ist gleich? Richtig, das funktioniert auch nicht. Deswegen dürfen wir die 3 als Rest notieren. Somit können wir festhalten, 133 geteilt durch 5 ist gleich 26, Rest 3. Kommen wir zu einer letzten Beispielaufgabe zur schriftlichen Division mit Rest. Beginnen wir bei dem Hunderter. 1 geteilt durch 10 ist gleich? Richtig, das funktioniert nicht. Deswegen nehmen wir den nächsten Stellenwert hinzu und haben die Zahl 15. 15 geteilt durch 10 ist gleich 1, denn 1 mal 10 ist gleich 10. Ein Strich und ein Minuszeichen und schon können wir weiterrechnen. 15 minus 10 ist gleich 5. 5 geteilt durch 10 ist gleich? Stimmt, das funktioniert auch nicht. Deswegen holen wir den nächsten Stellenwert, die 8 Einer, runter. 58 geteilt durch 10 ist gleich 5. Denn 5 mal 10 ist gleich 50. Ein Strich und ein Minuszeichen und wir können rechnen. 58 minus 50 ist gleich... Somit wissen wir, dass unser Rest 8 ist. Wir übertragen den Rest zum Quotienten dazu. Wir können festhalten, 158 geteilt durch 10 ist gleich 15, Rest 8. Das war Schnell und Easy Abgucken mit dem Mathematikunterricht. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast sogar etwas gelernt. Hast du noch Fragen oder Anregungen, dann kommentier das gerne. Lass uns ein Abo da und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ansonsten sehen wir uns bald bei Schnell und Easy Abgucken. Bis bald!